Shalom, Bruchim Habaim. Willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt kein Video, was nur über Hebräisch geht, sondern es ist ein Video, wo ich mal grammatikalische Ausdrücke auf Deutsch erklären will. Ich habe gesehen, es gibt in meiner, na sagen wir mal, in meinen Statistiken von YouTube eine nicht unerhebliche Anzahl von Schülern, die über 65 sind, und das ist tendenziell die Gruppe, die in der Schule keine Grammatik gelernt hat, beziehungsweise Grammatik nicht mit lateinischen Ausdrücken. Ja, leider ist es so, dass diese lateinischen Ausdrücke nun mal in jedem Grammatikbuch stehen, in jedem Werk zum Nachschlagen. Und der Grund, warum ich das also nicht alles nur auf Deutsch oder mit deutschen Worten machen kann, ist einfach, das ist die Fachsprache zum Sprachenlernen. Und ich werde jetzt gucken, wie wir euch mal kurz updaten können, damit es für euch einfacher wird, diesen Videos zu folgen, auch wenn ihr vielleicht in der Schule nicht Grammatik und schon gar nicht mit lateinischen Ausdrücken gelernt habt. Also fangen wir an. Wichtige Grundbegriffe zum Sprachenlernen. Dort haben wir die Grundelemente der Sprache, die Zeiten, direktes, indirektes Objekt, aktiv, passiv. Das sind so die Dinge, die ich in meinen Videos immer wieder erwähne. Und diese Präsentation könnt ihr euch von meinem Blog auch runterladen. Dann könnt ihr es immer wieder nachschauen. So, also fangen wir mal an mit den Grundelementen der Sprache. Da hätten wir die Verben, das ist also die Handlung. Ich glaube, meine Eltern haben in der Schule noch gelernt, dass es ein Tu-Wort ist, die Handlung. Die kommt entweder als Infinitiv, das ist der Name der Handlung, das ist also der Name dieses Tu-Worts. Das kann sein, gehen, laufen. Oder wir haben eben die konjugierte Form. Konjugation heißt, wir passen also dieses Tu-Wort an Zeit und Person an. Er wird sein, sie geht, sie liefen. So, dann haben wir die Substantive, auch Nomen genannt. Das ist eine Einheit oder eine Handlung. Man kann es daran erkennen, dass man einen Artikel vorwegsetzen kann. Also der Tag, die Türen, ein Hund, einige Katzen. Das sind Substantive. Dann haben wir Adjektive. Adjektive, die beschreiben die Substantive. Ein hässlicher Hund, ein weicher Übergang, eine gute Schule, eine schlechte Person. Das ist nicht das gleiche wie Adverben, denn Adverben beschreiben Verben. Also die Tu-Worte. Er fuhr langsam. Also wir beschreiben hier, auf welche Weise er etwas tat. Sie aß schnell, sie nahmen es persönlich, sie ging irgendwo hin. Das sind Adverben. So, dann kommen wir zu den Personalpronomen. Das sind die Namen für die Personen. Also ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Das sind alles Personalpronomen. Dann haben wir noch die Präpositionen. Die helfen uns, Worte miteinander in Beziehung zu bringen. Zum Beispiel auf dem Dach, unter dem Tisch, mit dem Flugzeug, im Winter. Das sind Präpositionen. So, damit hätten wir auch schon die Grundelemente der Sprache hinter uns. Sprechen wir mal kurz über die Zeiten. Also, Präsens, ich gehe, ist die Gegenwart. Vergangenheit, perfekt, ich ging. An dieser Stelle muss ich sagen, dass die europäischen Sprachen wesentlich mehr haben innerhalb der Zeiten. Also es gibt nicht das eine Perfekt. Wir haben ja, ich ging, ich bin gegangen. Also es gibt mindestens zwei Vergangenheiten im Deutschen, gibt es im Hebräischen zum Beispiel nicht. Von daher ist Hebräisch diesbezüglich sehr simpel und ich spreche in meinem Video immer nur über das Perfekt. Dann haben wir Futur, Zukunft, ich werde gehen. Imperativ, das ist die Befehlsform, geh. Damit haben wir also schon die Hälfte unserer Begriffe hinter uns und wir kommen jetzt zum direkten und indirekten Objekt. Also, wir fangen an mit dem direkten Objekt. Ein direktes Objekt, das ist eine Person, eine Sache oder ein Prozess, der eine Handlung empfängt oder sie zumindest erklärt. Keine Panik, hier kommen die Beispiele. Ich mag Wein. Ich mag
es. Im Deutschen sind das auch Akkusativobjekte, weil man fragt, wen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die es in einigen Sprachen wie im Englischen so klar und deutlich nicht gibt. Also wenn ich fragen kann, wen mag ich, es oder den Wein, Akkusativobjekte sind direkte Objekte. Und dann haben wir natürlich noch die indirekten Objekte. Das indirekte Objekt zeigt, für wen die Handlung ist. Also, ich gebe Diana das Buch, ich gebe ihr das Buch. Und auch da haben wir in der deutschen Sprache die Möglichkeit zu fragen, wem. Also, wem gebe ich das Buch? Ihr oder Diana. Und das heißt dann auf Deutsch ein Dativobjekt. Und dann bleibt uns nur noch der letzte Punkt, aktiv, passiv. Fangen wir an mit aktiv. Das ist, wenn die Person, Sache oder der Prozess die Handlung ausführt, also aktiv ausführt. Er hat das Auto gewaschen, sie überwies das Geld. Das ist aktiv. Im Gegensatz zu passiv, wenn die Person, die Sache oder der Prozess die Handlung empfängt. Also das Auto ist gewaschen worden, das Geld wurde überwiesen. So, und das sind auch schon die wichtigsten Grundbegriffe zum Sprachenlernen. So, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ausgestattet? Ja? Also, ladet euch die Liste runter und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Der Schikott, Shalom.